In der Corona-Krise gibt es auch in der Stadt Bern ging mehr Leute, die in die Armut abrutschen. Im Kocherpark treffen wir mit Nachgefasst heute Ursula Käufeler. Sie leitet eine Anlaufstelle für betroffene Menschen. Mit ihr zusammen wollen wir heute ganz genau heranschauen. Ursula, du hast ja gewünscht, dass wir hier in den Kocherpark gehen und den Film hier machen, weil du ja hier durchlaufst, auf dem Weg zu deiner Arbeit, eine Gartenstrasse 8, wo Passantenhilfe ist. Gehst du bewusst in den Park, oder weil das schön ist, oder ist das einfach der nächste Weg? Ich gehe bewusst durch. Der ganz nächste Weg ist sicher nicht, aber so nach dem Zug aussteigen, noch einmal an einen schönen Ort durchgehen, wo es still ist, wo man die Vögel pfeifen kann. Das tut mir gut, bevor ich nachher eben über da eine Gartenstrasse gehe. Heute ist ja der Kocherpark ein total gemütlicher Erholungsort, wo Eltern spielen mit ihren Kindern und Leute plägern. Friedlich wie nur etwas. Aber du machst dich sicher auch besinnen, dass da in den späten 80er Anfangs 90er Jahre, bis er geräumt wurde, dass eine offene Drogenszene war mit bis 600 Heroinabhängigen, die sich hier in Schuss gesetzt haben. Deine Arbeit ist ja etwas anders. Du hast es nicht zu tun mit etwas, was so im Rampenlicht steht und alle hergesehen. Du hast es eher zu tun mit einer versteckten Problematik von Armut. Was ist Passantenhilfe eigentlich? Also, Passantenhilfe ist ein Ort, wo Leute, die irgendeine in einer schwierigen Lebens- oder Notsituation zu uns kommen können. 5 Tage in der Woche haben wir Öffnungszeiten. Die Leute müssen sich nicht anmelden und sie können zu uns kommen. Also, sie müssen zwar einen Weg machen. Sie hören das irgendwie von Stellen, dass es uns gibt. Oder haben das vielleicht von Mund-zu-Mund-Propaganda gehört. Aber sie kommen zu uns. Mhm. Und dann schauen wir mit ihnen, was ihr das Anliegen ist. Hören zu und ja, jede Geschichte, jede Situation ist neu und anders. Wieso sagt ihr den Leuten, die zu euch kommen, eigentlich Passanten? Ja, das ist... Da denke ich so an Fahrende. Ja, Fahrende oder Passanten, das kommt ja auch schon vom Französischen. Einfach schnell vorbeigehen, passant. Und es ist schon so, bei uns kommen die Leute vorbei. Und gehen auch wieder. Also, die Leute sehen wir einmal. Die vielleicht alle paar Jahre einmal. Und es ist auch gedacht, dass wir nicht länger die Leute unterstützen, sondern kurzfristig vielleicht auch eine Überbrückungshilfe machen. Das ist wirklich eine kurzfristige Hilfe oder ein kurzfristiges Begleiten von diesen Leuten. Die kirchliche Anlaufstelle, die ja von den Reformierten katholische Kirche zusammen mit der Heilsarmee und noch anderen Kirchen, glaube ich, betrieben wird, hat auch noch einen anderen Ort ausser der Gartenstrasse, nämlich der Postgasse unter der Aufenthaltsraum. Kannst du das auch noch erklären? Ja, also es ist so, eben zusammen mit der Heilsarmee und diesen Kirchen ist die Postgasse, das ist ein Aufenthaltsraum für Leute am Rand der Gesellschaft. Sie können dort sich aufhalten, Kaffee trinken, Tee trinken. Morgen gibt es ein Fenster zum Morgen, scheint das Beste in der Stadt Bern. Stimmt, dass ich einmal gehört habe, dass sie der Raum in der Stadt, der morgen am frühesten offen ist? Das kann ich so nicht gerade so sagen. Es hat jetzt hier über den Winter oder wegen Corona hat es auch noch einen anderen Raum gegeben, der noch früher offen war. Ja. Aber es war auch schon schön, dass jetzt auch in der Corona-Zeit zwar mit halt Schutzbestimmungen der Raum meistens offen hat dürfen sein. Von Armut und wie sie auch schlimmer wird in dieser Corona-Zeit, wollen wir noch reden. Ich habe da noch viele Fragen, aber zuerst möchte ich dich einfach mal fragen, was willst du trinken? Ich nehme gerne Wasser, wenn du mit das... Ist gut, mit super. Kohlensäure? Mit Kohlensäure, gerne, ja.
Es ist ja so, dass in der Corona-Zeit hat man immer wieder gehört, darfst du dir auch gerne nachschenken, hat man immer wieder gehört, lass mir da noch ein bisschen Bier raus, hat man immer wieder gehört, dass das sehr zunimmt und schlimmer wird. Habt ihr das gemerkt? Das haben wir, ja, das haben wir eindeutig gemerkt. Und zwar vor allem von Leuten, die man bis jetzt nicht wie hatten. Du hast ganz, ganz kurz, und das möchte ich vielleicht gleich sagen, von der offenen Drogenszene gesagt. Ursprünglich war das so ein bisschen auch der Ort gewesen, wo die Leute, die eben von Ort zu Ort gegangen sind und Geld gesammelt haben bei den Pfarrhäusern, dass die zur Passantenhilfe gekommen sind. Jetzt kommen wirklich Leute, die echt betroffen sind durch Corona, durch die Auswirkungen. Und jetzt geht es nicht um 5 Liter oder um 10 Franken, sondern es geht darum, die Leute können Stromrechnungen nicht zahlen, Mieten nicht zahlen. Ja. Und das merken wir stark. Und dass sie dann die Rechnungen vielleicht gleich irgendwie können zahlen können, ja, dann können sie auch fragen, vielleicht für Lebensmittel, die wir können abgeben können, oder einen Gutschein, der gerade so ein bisschen die Spitze kann brechen kann. Das sind auch unglaublich harte Schicksale, die du da erlebst. Und okay, jetzt da stehen, in einer fröhlichen Bar. Ich glaube, wir machen jetzt nicht einfach Prost, sondern wir trinken auf Gesundheit und auf die Menschen, die jetzt müssen kämpfen müssen. Zum Wohl. Zum Wohl für die Leute und für dich natürlich auch, ja, die in dieser Arbeit stehst. Merci. Könntest du vielleicht ein Beispiel sagen von so jemandem, oder wie das so ein typischer Weg vielleicht aussieht, wie in dieser Corona-Zeit jemand an den Punkt kommt, wo er einfach nicht mehr ein- und ausweist. Ja. Ich denke, Leute waren vielleicht schon vorher in einer prekären Situation, aber haben sie immer irgendwie schaukeln können. Ich denke, ein Familienvater, der in einer Transportfirma gearbeitet oder arbeitet, aber nachher in Kurzarbeit gekommen ist, hat nur noch 80% Lohn gehabt. Das wäre vielleicht noch gegangen, aber seine Frau hat das Einkommen auch ein bisschen aufgepeppt mit Reinigungsarbeiten. Vielleicht im Restaurant oder im Büro oder so, ja. Genau, und hat natürlich durch das auch nicht mehr arbeiten können. Ja. Und das ist pro Monat sind das, ja, sofort ein paar hundert Franken, die da fehlen im Budget. Ja. Und vielleicht braucht man zuerst noch die Ersparnisse, die man vielleicht noch hat. Warum denn? Weil man ja eben nicht möchte sagen, dass es nicht geht. Also wir merken, dass das Leute sehr Mühe haben, überhaupt Hilfe anzunehmen oder auch zu fragen. Es ist ja schon schwierig, ihre Familie nachher zu fragen, du, mir geht es nicht gut, wir können die Rechnungen nicht zahlen oder haben sie schon hinter sich. Oder ob Freunde nicht mehr, eben, weil die in gleichen Situationen sind, können auch nicht mehr helfen. Und ja, es ist wirklich so, dass die Leute nicht gerne zu uns kommen und sich wirklich auch schämen. Ja. Und wenn wir ihnen auch sagen müssen, da ist in nächster Zeit keine Perspektive, also das wird auch noch ein Moment gehen, die Rechnungen werden immer höher, probieren wir sie auch zum Sozialdienst ja irgendwie zu schicken. Wie helfen dir den Leuten, ihre Scham zu überwinden? Oh, das ist gut, da muss ich zuerst, glaube ich, einen Schluck nehmen. Ich denke, es oder ist auch schon wichtig, dass wir einfach uns Zeit nehmen können, ihnen zuzuhören und sie nachher auch wie probieren zu ermutigen oder auch zu sagen, es geht jetzt im Moment ganz vielen auch so wie ihnen. Sie sind nicht die Einzigen, die jetzt gerade mit dieser Situation zu tun haben. Und probiere wirklich manchmal auch mit Zahlen genau zu sagen, was das bedeuten kann, dass es vielleicht wieder aufwärts gehen kann, wenn sie wirklich jetzt Hilfe in Anspruch nehmen. Weil es einfach sonst wirklich immer schlimmer und schlimmer wird. Also eine Perspektive, wo sie ein bisschen sehen, wie lange dass es dauern kann, bis sie wieder aus dem Gröbsten raus sind. So ein bisschen das. Du hast mir von einem Mann erzählt, glaube ich, so genau ist es nicht mehr in Erinnerung, wo dir mal gesagt hat, für etwas aufzubauen im Leben braucht es Jahre. Aber runterfallen und ins Elend kommen kann man in einer einzigen Nacht. Ja, das ist so. Das hat der Mann mir wirklich erzählt. Ja. Und das ist sicher eine tragische Geschichte. Das kommt zum Glück nicht einfach jeden Tag vor. Aber er hat sich
wirklich unsterblich verliebt und hat durch das seine Ehe, sein Geschäft einfach alles aufgegeben. Und er hat nachher gemerkt, er hat wirklich einen hohen Preis zahlt, für dass er sich verliebt hat und ja, mit jemand anderem den Weg gegangen ist. Und ist durch das in eine Abwärtsspirale gekommen, er über die Jahre nicht mehr rausgekommen ist? Ja. Das ist krass. Also eben bis Arbeitsverlust, bis wirklich, ja, dass er dann wirklich auch kriminell ist worden. Einfach für die Schulden, die er langsam reinkommen ist, probieren zu tilgen. Und das geht ja auch so sukzessiv. Irgendwann mal ist vielleicht Schwarzfahren und nachher wird das immer krasser. Ja. Wieso helfen denn die Sozialhilfegelder nicht? Also, man hört das ja viel. In der Schweiz gibt es Arbeitslosenversicherungen, es gibt RAF, es gibt Kurzarbeit, jetzt auch in dieser Corona-Zeit hört man ja viel. Und dann gibt es eben die Sozialdienste. Mhm. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso es die euch noch braucht. Ich bin froh, dass es Sozialdienste gibt, dass es RAF gibt. Also ich denke, die Schweiz hat ein gutes Sozialnetz. Was aber halt ist, auf Papier ist alles viel anders. Es sieht alles gut aus und in Wirklichkeit ist jede Situation viel, viel komplizierter. Also schon nur, sich beim Sozialdienst nachher zu melden und anzumelden, das braucht auch Formulare, die man ausfüllen muss. Ja. Man muss eine gültige Idee haben, man muss, wenn jemand geschieden ist, zum Beispiel ein Schädigungsdokument vorweisen können. Wenn das vielleicht im Ausland passiert ist, ist das nicht heute und morgen da. Also es gibt nicht einfach sofort gerade Sozialhilfe. Und von dem her, gerade so für die Überbrückungen, wir arbeiten sehr eng mit dem Sozialdienst zusammen, ist sicher gut und wichtig, dass wir da sein können und eben so Situationen helfen zu überbrücken. Aber Leute können ja auch zum Beispiel in einen Brock ihre Kleider holen. Sie können, wenn sie Möbel brauchen, die auch an so einem Ort holen. Mhm. Machen denn die Leute nicht so von dem Gebrauch, auch für die zu teuer ein? Das, also ich gehe jetzt vielleicht von solchen aus, die jetzt schon Geld haben vom Sozialdienst. Ich denke, sie gehen auf jeden Fall in die Brockenstube und schauen, wo können sie billig einkaufen können. Und Kleider, das ist noch so gäbig, das kann man transportieren, aber jetzt gerade Möbel, das muss man einen Transport zum Beispiel finanzieren. Und ja, wer zahlt das? Weil die Leute haben ja kein Auto. Und die haben vielleicht nicht mehr den Freundeskreis genau, vom Kollegen, genau, der gerade ein Lieferwägeli hat oder ein Bössli. Also von dem her kostet das halt eben auch. Also eben, jeder 20er, jeder 30er ist zu viel, was kostet. Was sicher auch ein Argument auch noch so ein bisschen ist, ist auch die teuren Wohnungen, die wir haben. Also in der heutigen Zeit kosten sehr viel und das belastet das Budget auch, weil zum Teil müssen die Leute in teuren Wohnungen wohnen. Und das geht halt auch beim normalen Verdienst oder beim normalen Budget geht das auch zu flöten. Von dem her, auch jetzt gerade in der Corona-Zeit, haben sie auch nicht können billigere Wohnungen suchen. Weil es gibt ja nicht billigere Wohnungen. Also. Viele haben so die Vorstellung, es sind vor allem Leute, die keinen Schweizer Pass haben, die hier bei euch vorbeikommen. Mhm. Ist das so? Das kann ich so nicht unterschreiben, überhaupt nicht. Und das ist das Spannende, dass eben auch Leute mit Schweizer Pass, also, ja, die hier wohnen, die hier in der Schule sind, wirklich Schweizer, dass die auch zu uns kommen. Und prozentual möchte ich jetzt keine Zahl sagen, aber es ist auf jeden Fall mehr als ein Drittel, die Schweizer Pass haben, die zu uns kommen. Man gehört in dieser Corona-Zeit auch immer wieder vom Gastgewerbe. Und das interessiert mich natürlich auch als Gastroseelsorger, mein anderer Beruf nebst dieser Bar. Kannst du das auch bestätigen, dass gerade aus dem Gastgewerbe besonders viele Leute kommen im Moment? Ja, das kann ich sagen. Also eben wirklich viele Leute, die also die noch irgendwie in Kurzarbeit sind, die können sich noch glücklich schätzen, oder? Aber ganz viele, die die Stelle wirklich verloren haben. Und auch gerade junge Berufsleute, die vielleicht die Lehre abgeschlossen haben, jetzt wirklich in einem Restaurant gearbeitet haben, vielleicht von daheim ausgezogen sind, in eine Wohnung gezogen sind und haben jetzt ihren Job verloren. Und das ist hart für die, weil plötzlich
sind sie wieder wie vor dem Nichts. Oder? Das sind die, die dann gerade die Stellen verloren haben. Also, wir haben in letzter Zeit sehr viele junge Schweizer, also allgemein junge Leute, die ihren Job gerade im Bereich Restaurant, Hotel und so verloren haben. Und was überkommen die bei euch außer Geld? Oder überkommen sie überhaupt Geld? Es gibt Situationen, wo wir mit kleinen Bargeldbeträgen helfen. Es geht ja darum, vor allem, dass sie sich Lebensmittel und Hygienesachen kaufen können. Ja. Andere Sachen sind wir nicht zuständig. Oder können wir auch nicht. Mhm. Was sie sicher bekommen, ist, dass wir ihnen zulassen. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit war das auch wichtig. Also wir haben immer offen gehabt, wir haben nicht Telefontermine, sie müssen sich nicht anmelden. Und ich denke, das ist etwas ganz Wichtiges gesehen in dieser Zeit, dass sie auch ein Gegenüber hatten, dass sie bei uns vielleicht können, ja, auch rennen oder ihre Wut rauslassen. Und das ist sicher etwas auch Wertvolles, also vielleicht mehr als Geld oder das Essen, das wir ihnen mitgeben können. Die wollen auch essen, oder? Wir können auch, genau, also ja. Lebensmittel, die wir ja. Von der Schweizer Tafel bekommen, können wir auch abgeben. Ja. Genau. Essen und auch Kleider haben wir auch, Hygienesachen auch. Es geht manchmal schon darum, dass wir auch schon einfach etwas können, auch geben, wie ja. In die Finger drücken. Auch schon das ist manchmal ganz, ganz wichtig. Ja. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass das politische Umfeld sehr viel reicher geworden ist. Wie zeigt sich das? Wie nimmst du das wahr? Ja, es ist wirklich so, dass eben halt auch gerade ja, im Asylwesen zum Beispiel, durch die Rückkehrzentren, merkt man, dass da wirklich ist reicher geworden oder auch vorläufig aufgenommene Personen, die eindeutig weniger auch Geld bekommen, Sozialgeld bekommen und das lenkt also, einfach dass nicht. Also die Schrauben angezogen ja, effektiv. Ja, genau. Also, und das merkt man, oder? Also, es ist dann auch so, die Leute, ja, wenn ein Schulausflug ist oder so, dann gibt es manchmal schon Listen, was die Kinder müssen mit in die Schule nehmen müssen oder also in ein Lager nehmen oder auf eine Schulreise nehmen. Dann soll man plötzlich ein Velohelm haben oder zum ein Melo. Zum Beispiel, oder genau. Und das liegt dann halt nicht drin. Nee. Ja. Oder schon einfach ein gutes Znüni oder ein gesundes Znüni. Und das kann der Familie wirklich einfach auch schon an Grenzen bringen. Nee. Ich habe kürzlich mal darüber geredet, gesund essen ist teurer, gell, als Junkfood, so, ja. Wie man so sagt. Also das ist eindeutig so. Die Leute, die zu uns kommen, die sagen, sie haben nichts mehr zu essen, die haben vielleicht sich jetzt wochenlang mit Spaghetti ernährt. Einfach Spaghetti pur. Und die leuchten richtig, also ihre Gesichter leuchten, wenn sie bei uns Gemüse bekommen, wenn sie Tomaten bekommen, ja. Früchte bekommen. Ja, das kann man denken. Also das ist wirklich spannend zu sehen, wie das aufleuchtet. Man merkt mehr, wenn man es eine Zeit lang nicht mehr hatte, was ja, so ja. Ein Blumenköhle für ein Paradies ja, kann sein, ja, oder? Ja. Ja. Es beschämt mich manchmal auch, wenn ich wirklich den Kühlschrank auftue und ich sehe, was wir, ja, in was für einem Überfluss ja, wir ja. Hier ja, leben ja. Und wie wenig das es braucht, ja, dass die Leute ja, auch Freude haben. Von wegen Paradies, du hast ja selber auch andere Zeiten gekannt. Du bist mit 32 von einem Tag auf einen anderen Witfrau gsi. Mhm. Du musst dich durchschlagen als alleinerziehende Mutter mit zwei kleinen Kindern. Hat das deinen Werdegang jetzt auf die Stelle her geprägt? Ich denke, das prägt auf jeden Fall. Und ich das will ich sicher nie mehr erleben. Und das wünsche ich auch niemandem. Ich denke aber gerade, für diese Stelle auch sein können und zu merken, dass das Leben eben nicht einfach nur schön immer durch Anken geht. Das hilft mir auf jeden Fall, die Leute irgendwo auch zu verstehen. Würdest du es wieder machen? In Passantenhilfe arbeiten? Ja. Auf jeden Fall, jeden Tag. Warum? Was gibt dir das? Ich bin sehr gerne mit Leuten zusammen. Ich finde Leute etwas so Spannendes und vor allem eben das Eins zu Eins mit Leuten. Leute ist ein spannendes Wesen, also faszinierend. Und es ist für mich, eben weil ich auch das Privileg habe, wirklich, dass es mir ja auch gut geht, dass ich Geborgenheit darf haben, daheim, an einem guten Ort darf wohnen, dass ich von dem ein bisschen etwas mitgeben kann. Was bekommst du von den Leuten zurück? Ganz viel.
Ich werde zum Beispiel eben, mit Lächeln zum Beispiel, oder Dankbarkeit. Es gibt auch, dass mich Leute umarmen wollen. In Corona-Zeiten. In Corona-Zeiten sogar. Und dann muss ich sagen, bitte jetzt gerade nicht. Ja. Und ja, einfach auch, es kann sein, dass ein Mail kommt, dass ein Brief kommt, das Telefon von Frankreich. Die Rückmeldungen, das ist sehr wertvoll. Und ich bin noch nie, das darf ich glaube hier auch sagen, noch nie so viel gesegnet worden wie in der Passantenhilfe. Eigentlich wäre es ja so, dass ich vielleicht würde Leute segnen, aber es ist so, dass Leute mehr segnen oder uns segnen. Und das ist spannend. Und dann merkst du, dass du an einem kirchlichen Ort arbeitest? Das ist so, ja. Haben die Leute auch gemerkt, dass die eine kirchliche Anlaufstelle sind? Ja, die Leute sehen es einfach, weil es so schon angeschrieben ist. Oder? Es steht Kirche drauf, es hat auch ein Kreuz in unserem Signet drin. Oder auch das Signet von Hesarmee kennen nachher auch viel, dass sie wissen, dass das Kirche ist. Ja. Also von dem her, und wenn sie es nicht sollten merken, dann tun wir es manchmal auch sagen. Es ist ja aber so, wir sind wirklich offen, also es spielt keine Rolle, wer zu uns kommt. Wir sind offen für alle Leute, unabhängig von Konfession, von Nationalität. Also das spielt keine Rolle, wer zu uns kommt. Wie tust du für Arbeiten? Du hast ja sicher auch Dinge, wo du irgendwie Mühe hast, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich diesem Menschen überhaupt nicht gerecht worden. Dem sein Rucksack ist nicht wesentlich leichter geworden, wenn er wieder zur Tür ausgeht. Also da hilft mir sicher auch, oder glauben, dass ich weiss, ich bin nicht alleine. Ich muss jetzt das nicht verantworten. Ich habe jetzt im Moment mein Möglichstes gemacht. Und ich tue auch ganz bewusst hinter Leuten auch die Türen alles zu bei Passantenhilfe und sage einfach so innerlich, und jetzt darfst du weitergehen und jetzt schaut jemand anders zu dir. Türen zu, Türen müssen wir auch bei dir jetzt. Und die lassen weiterziehen. Du hast mir gesagt, du hast schon ungesunde Art, manchmal zu verarbeiten, indem du Chips in dich rein biegst. Und ich werde dir da ein bisschen helfen. Oh, Achtung. Mit einigermassen gesungen Cheats für Momente, wo du besondere Zweifel hast, ob du es richtig gemacht hast. Merci vielmals. Und ich wünsche dir einfach weiterhin einen guten Weg, dass du den Leuten das geben kannst, was sie brauchen. Merci vielmals. Und merci für die Einladung, Tatum. Und auch mit dem Sagen. Merci. Ursula, ein anderes Mal wieder. Nächsten Sonntag ist Pfingsten. Mein Kollege Tobias Rentsch trifft sich mit Janina Hofer und redet mit ihr über das Fest und wie sie selber Gott erlebt und versteht. Musik